Ja, okay, ich glaube jetzt. Das dauert immer noch ein paar Minuten, bis wir es sehen. Aber dann sollte es Aber wir gehen. streamen anscheinend schon. Ja, ich glaube Sind schon. wir live? Ich glaube, wir sind jetzt live. Hallo Leute, die zwei Leute, die jetzt schon da sind. Wir warten noch ein bisschen. Ja. Ja, ich schaue mal kurz. Meistens geht es ganz gut, wenn ich parallel auf dem Handy schaue. Ne? Sieht man auch, wie viele Leute mal eingeschaltet haben und so. Das ist mal Sind ganz dann gut. gleich schon mal zwei Leute mehr dran. Ja. Also, jo. Aber irgendwie. Warte, ich bin ja gar nicht mehr auf Facebook. Fuck. Ist nicht mehr auf Facebook. Ich habe mein Passwort vergessen. Ah, okay. Kannst auch so gucken, ohne dich anzumelden. Und ja, Schau, jetzt sieht man aber passt. uns. Oh, muss ich vielleicht den Ton ausmachen. Also es sind tatsächlich schon Vier vier Leute. Leute. Das ist eben So. okay. Ja. Ich kann. Okay, dann die Leute sind da. Wir haben eine leichte Verzögerung, die wir sehen. Ich würde sagen, wir warten noch mal so eine Minute, dann gucken wir, ob es weitergeht. Das, wir werden schon mal ein paar mehr. Es geht ganz, ganz langsam weiter. Könnt ihr noch einen Witz erzählen oder so? Hast du einen parat? Ich kann richtig schlechte Witze erzählen. Das kann ich bestätigen. Hey! Steht ein Pilz im Wald, kommt ein Zwerg, trinkt's Was? aus. Steht ein Pilz im Wald, kommt ein Zwerg, trinkt's aus. Oh Gott, okay, es hat kurz gedauert. Ja. Warum steht das Pilz im Wald? Gute Frage. Weil die Tannen zapfen. Oh. Oh mein Gott. Super, ne? Okay. Da Ja. siehst du, da kannst du noch was lernen. Das ist ziemlich der einzige Witz, den ich kenne. Ja, meine Witze, die ich kenne, darf ich nicht auf Facebook laut sagen. Also. Okay, ja, dann. Mach die Musik an. Okay, dann herzlich willkommen, Leute, zu unserem Online-Vortrag mit anschließender Fragerunde zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Hallo. Heute extra nur für euch haben wir uns die Dorothee Herzog von meingrundeinkommen.de eingeladen, damit sie euch mal einen kleinen Vortrag darüber hält, was bedeutet überhaupt bedingungsloses Grundeinkommen? Ist das überhaupt möglich? Wie stellt man sich das vor? Gleichzeitig wird sie dann auch ihren Verein meingrundeinkommen.de vorstellen, bei dem es dann genau darum geht, zu forschen und herauszufinden, funktioniert das und was macht das überhaupt mit den Leuten, die dann wirklich in den Genuss kommen von so einem bedingungslosen Grundeinkommen? Genau, und schon mal einen kleinen Trailer sozusagen fürs Ende. Wir zeigen euch am Ende, wie man bei der Verlosung von meingrundeinkommen.de mitmachen kann. Wir haben dann Papier vorbereitet, um es euch zu zeigen. Nochmal so zum, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und genau, falls ihr irgendwie Fragen oder Kommentare oder so habt, könnt ihr die sehr gerne in den Chat schreiben. Ich habe gleichzeitig mein Handy offen, wo ich die Kommentare sehe. Und es gibt nur eine kleine Verzögerung, das heißt ungefähr eine Verzögerung von 2 Minuten. Das heißt, sollten irgendwie eure Fragen nicht gleich beantwortet werden, dann wundert euch nicht, sondern wir lesen die dann, sobald die sozusagen bei uns ankommen. Genau, und jetzt kannst du eigentlich loslegen, Dorothee. Cool, vielen Dank. Ich freue mich total, heute bei euch sein zu dürfen, im Wohnzimmer, jetzt online, remote. Ich bin quasi in meinem eigenen Verlosungswohnzimmer. Hier hinter mir ist unsere Verlosungscouch. Genau, ich fange damit an, zu erklären, was ein Grundeinkommen eigentlich ist. Und ich habe eine kleine Präsi vorbereitet und würde die mal kurz teilen. So, Man jetzt sieht seht ihr sie. den Screen hoffentlich. Genau. Also, was ist eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen? Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist die Idee, dass alle Menschen eines Landes von der Geburt bis zum Tod jeden Monat eine festgelegte Geldsumme erhalten, die ihre Existenz sichert und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Das zeichnet sich durch verschiedene Kriterien aus. Eins davon steckt schon so ein bisschen in der Definition drin. Das muss hoch genug sein, um davon bescheiden leben zu können, also eben die Existenz sichern. Das heißt, es muss hoch genug sein, dass ich mir Nahrung, Unterkunft, alle Lebenshaltungskosten quasi davon leisten kann. Und gesellschaftliche Teilhabe heißt,
dass es zum Beispiel auch möglich sein muss, dass ich Mitglied im Sportverein sein kann, wenn ich das möchte, oder dass ich ab und zu mal ins Kino gehen kann oder auf ein Konzert. Aktuell ist es so, dass in Deutschland die Armutsgefährdungsgrenze bei 1177 Euro netto liegt. Das heißt, wenn man weniger verdient, gilt man bei uns als von Armut bedroht. Ein Grundeinkommen sollte also dementsprechend nicht unterhalb dieser Grenze liegen, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen höher, damit man sich eben auch noch ein bisschen was davon leisten kann. Der zweite Punkt ist, dass es einen individuellen Rechtsanspruch geben soll. Also wirklich jeder und jede soll Grundeinkommen erhalten. Das heißt auch Kinder. Für Kinder könnte aber ein Grundeinkommen ein bisschen niedriger ausfallen als für Erwachsene und Teenager. Also es könnte gestaffelt sein. Und dafür könnte aber zum Beispiel auch Kindergeld wegfallen. Der dritte Punkt ist, dass es keine Bedarfsprüfungen, also es wird nicht geprüft, ob man das Geld wirklich braucht. Es soll keine Bedarfsprüfungen mehr geben, so wie das jetzt in unserem Sozialsystem ist. Gerade ist es ja so, wenn man beim Jobcenter ALG 2 beantragen möchte, dann muss man erstmal beweisen, dass man wirklich arm ist, dass man keine Ersparnisse hat, dass man das Geld wirklich braucht. Beim Grundeinkommen ist es nicht so, da würde wirklich jeder und jede das Geld erhalten, egal wie viel Geld er hat. Das heißt, erstmal würden auch reiche Menschen ein Grundeinkommen bekommen, aber in der Regel würden die das nicht behalten. Dazu komme ich dann später wahrscheinlich noch in der Fragerunde. Der letzte Punkt, das hat auch wieder mit der Bedingungslosigkeit zu tun. Es muss für ein Grundeinkommen keine Gegenleistung erbracht werden. Also aktuell ist es ja so, wenn ich ALG 2 oder Hartz 4 bekommen will, dann muss ich dazu bereit sein, Arbeit aufzunehmen. Bei einem Grundeinkommen wäre das nicht so. Es ist völlig egal, ob ich arbeiten möchte oder nicht. Also es darf nicht an den Zwang zur Arbeit gekoppelt sein. Genau. Aktuell wird eine Grundsicherung in Deutschland von der Arbeitsbereitschaft der Menschen abhängig gemacht. Also unser Sozialsystem, so wie es jetzt ist, beruht auf dem Leistungsprinzip, nur wer arbeitet, soll auch essen. Das hat Franz Müntefering gesagt als Bundesminister für Arbeit und Soziales 2006, damals schon in der Großen Koalition. Aber der war auch maßgeblich mitbeteiligt an der Agenda 2010 unter Rot-Grün und hat im Prinzip die Hartz-IV-Gesetze und Reformen mit eingeführt. Und durch diese Hartz-IV-Reform ist eigentlich dieses Stigma oder diese Vorstellung vom faulen Arbeitslosen ist dadurch erst entstanden oder wird eigentlich auch durch das Hartz-IV-System erst erzeugt, weil es die Menschen und ihre Zeit entwertet. Weil bei Hartz-IV ist es so, dass es sich überhaupt nicht lohnt, zusätzlich arbeiten zu gehen, weil 80% von dem, was ich hinzuverdiene, mir ja gleich wieder abgezogen wird. Also muss ich quasi theoretisch auch gar nicht arbeiten gehen. Und das demotiviert einfach total. Und wenn du oder die Leute, die im ALG-2-Bezug sind, haben halt oft das Gefühl, überflüssig zu sein und eigentlich nichts wert zu sein. Und wir sagen deswegen stattdessen, andersrum wird ein Schuh draus. Erst wenn man genug gegessen hat, kann man auch gut arbeiten. Was machen wir als Verein? Wir probieren das Grundeinkommen einfach aus und stellen die Frage, was würdest du machen, wenn du ein Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat hättest? Und wie machen wir das? Wir organisieren eine Verlosung. Und zwar verlosen wir jeden Monat mehrere Einjahresgrundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro pro Monat. Das heißt also insgesamt 12.000 Euro, die man dann für ein Jahr oder auf ein Jahr verteilt bekommt. Die nächste Verlosung findet statt am 17. März. Da haben wir Dominik Lucha zu Gast. Der betreibt den Instagram-Account, was ihr nicht seht, und berichtet da über seine Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Und mit dem wollen wir in der Verlosung über strukturellen Rassismus in Deutschland sprechen und auch mit ihm darüber diskutieren, ob ein Grundeinkommen da was ändern würde. Für diese Verlosung könnt ihr euch alle noch anmelden. Und wie das funktioniert, das zeigen wir dann am Ende noch. Mit der Verlosung wollen wir im Grunde zwei Sachen machen. Einmal wollen wir die Idee von Grundeinkommen in der Gesellschaft verbreiten. Je mehr Leute mitmachen und anderen Menschen davon erzählen, desto bekannter ist Grundeinkommen als Konzept. Und zum anderen wollen wir auch so vielen Leuten wie möglich erste Erfahrungen mit Grundeinkommen ermöglichen. Diese Verlosung gibt es seit 2014. Also wir machen das jetzt schon im siebten Jahr. Bisher haben wir insgesamt 752 Grundeinkommen verlost.
Es werden inzwischen um die 20 Grundeinkommen pro Monat verlost. Also 20 Menschen haben jeden Monat die Chance, ein Grundeinkommen zu gewinnen. Das Ganze wird finanziert von über 172.000 Crowdhörnchen. So nennen wir die Menschen, die uns finanziell über kleine monatliche Spendenbeträge unterstützen und damit diesen Grundeinkommenstopf auffüllen. Die ganze Verlosung ist nämlich komplett 1,5 Millionen bestätigte UserInnen, also NutzerInnen, die mitmachen bei der Verlosung. Nicht immer, aber oft, denn in der Regel haben wir im Durchschnitt inzwischen eine Million TeilnehmerInnen pro Verlosung. Das heißt also, die Gewinnchance ist jetzt nicht mehr so riesengroß, aber sie ist nach wie vor deutlich größer als zum Beispiel auf dem Sechser im Lotto. Wir haben aus den Erfahrungen, die wir mit unseren GewinnerInnen gesammelt haben, einige Erkenntnisse gewonnen. Wir machen regelmäßig Umfragen mit denen und gucken, wie sich ein Grundeinkommen auswirkt und was das bei denen bewirkt. Und haben über diese Erfahrungen einige Thesen, also einige Behauptungen aufgestellt, wie das Grundeinkommen, wenn es wirklich eingeführt werden würde, wirken könnte. Und wir wollen diese Thesen jetzt aber wissenschaftlich erforschen. Und dafür haben wir letztes Jahr die erste wissenschaftliche Studie in Deutschland zum Grundeinkommen gestartet, unser Pilotprojekt Grundeinkommen. Das heißt, es gibt gerade diese zwei Projekte, einmal auf der Website mein-grundeinkommen.de die Verlosung, bei der jeden Monat gerade mindestens 20 Menschen Grundeinkommen gewinnen können in Höhe von 1.000 Euro pro Monat. Die ist komplett bedingungslos, das heißt, man wirklich jede und jeder kann mitmachen, egal ob er oder sie die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ob er oder sie in Deutschland lebt oder ob er oder sie uns finanziell unterstützt, das ist auch kostenlos. Und die Grundeinkommen werden zufällig ausgelost. Und dann gibt es noch das Pilotprojekt, unsere wissenschaftliche Studie, die machen wir gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und ein paar anderen Forschungseinrichtungen. Und dabei wird die Wirkung von Grundeinkommen erforscht. 122 Personen sollen dabei für 3 Jahre lang ein Grundeinkommen in Höhe von 1.200 Euro im Monat erhalten. Und dabei werden die TeilnehmerInnen nicht zufällig ausgewählt, zumindest nicht komplett, sondern nach bestimmten Kriterien, die die ForscherInnen festgelegt haben. Die Kandidatinnen für die engere Auswahl, die stehen schon fest und los geht es dann mit den Auszahlungen voraussichtlich im Juni. Genau, das war es erstmal mit meinem Input. Ich beende mal diese, genau. Zurück zu euch. Ja. Da sind wir wieder. Ja, danke erstmal für den Input. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, was ihr als Verein macht. Und auch, glaube ich, die Idee vom Grundeinkommen generell ist ja auch etwas, was breit debattiert wird. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Nochmal an alle, die gerade zuschauen. Ihr könnt natürlich auch jederzeit noch Fragen im Chat stellen. Wir nehmen die auf und stellen die dann auch vielleicht erst später, wenn die dann einfach vielleicht passend sind. Genau, und die erste Frage, die wir irgendwie so vorbereitet hätten, wäre, ob es nicht ungerecht ist, wenn Menschen Geld einfach so erhalten, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und genau. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ob diese Idee von der Leistungsgesellschaft, ne, also dass man tatsächlich nur was bekommt, wenn man auch was dafür leistet, ob das nicht doch Sinn macht. Die Gewerkschaften sind ja auch oft Gegner von Grundeinkommen mit diesem Argument, dass sie halt meinen, dann würde irgendwie Arbeit entwertet, wenn dann plötzlich jeder einfach so Geld bekommen würde. Und Leistung muss sich lohnen, das ist dann immer so das Standard, der Standardspruch. Und wir würden aber sagen, naja, jein, also so ganz stimmt es ja auch gar nicht. Es ist ja so, dass gerade der Wohlstand, den wir haben in unserem Land und der Reichtum auch von vielen Menschen, die Kapital haben, zu großen Teilen auf die Leistungen aller zurückgeht. Die meisten Menschen haben ja ihren Reichtum gar nicht komplett selbst erwirtschaftet. Entweder haben sie reich geerbt, also profitieren quasi von dem, was die vorangegangenen Generationen erwirtschaftet haben, oder sie profitieren von dem, was andere erwirtschaften, also zum Beispiel beim Finanzkapital. Es ist so, dass man inzwischen viel leichter Geld mit Geld machen kann, als tatsächlich Geld mit der Produktion von irgendwelchen Artikeln. Und ich glaube, auch die 10 weltweit erfolgreichsten Unternehmen sind alles Banken und Finanzunternehmen. Und auf Platz 9 ist irgendwie noch Apple dazwischen, aber alles andere ist halt nur Finanzkapital. Und ja, das ist der eine Punkt.
Dann ist es auch so, dass natürlich selbst in der sogenannten Realwirtschaft, das ist ja auch so ein Begriff, den gibt es eigentlich erst, seit es den Begriff Finanzkapital gibt, also da, wo wirklich was produziert wird, auch da ist es ja so, dass UnternehmerInnen natürlich deren Reichtum auf das zurückgeht, was die Angestellten auch mitproduzieren. Und dann der zweite Punkt ist so ein bisschen, dass es ja auch jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt so ist, dass Arbeit nicht unbedingt fair und auch schon gar nicht dem gesellschaftlichen Nutzen entsprechend entlohnt wird. Also wenn man sich jetzt gerade anguckt, was mit Systemen oder sogenannten systemrelevanten Berufen in der Corona-Krise ist, so zum Beispiel Pflege oder Erziehung oder auch im Einzelhandel, das sind alles Jobs, wo wir sagen, die sind super wichtig, aber sie sind jetzt auch nicht super, sie sind nicht gerade grandios bezahlt und glänzen auch nicht unbedingt durch mega attraktive Arbeitsbedingungen. Dabei ist es so, dass in den letzten 50 Jahren unsere Produktivität 5-mal so stark angestiegen ist wie der durchschnittliche Stundenlohn. Das heißt, wir sind super effizient, also wir sind super produktiv, aber es kommt halt überhaupt nicht auf den Gehaltszettel von den Menschen an, die das alles produzieren. Also wer gerade viel für die Gesellschaft leistet, wird meistens schlecht oder sogar gar nicht bezahlt. Denn es kommt ja noch dazu, dass ein Großteil der Arbeit, die wir heute verrichten und die auch natürlich zu unserem Wohlstand beiträgt, unbezahlt ist. Also die ganze Sorgearbeit, Kindererziehung, Hausarbeit, Pflege von Angehörigen, aber auch Ehrenamt, sind alles Dinge, die zum Wohlstand beitragen, aber für die wir gar nicht bezahlt werden. Es gibt eine aktuelle Oxfam-Studie von 2019, die zeigt, dass Frauen im Schnitt weltweit durchschnittlich 7,5 Stunden arbeiten, sogar ein bisschen mehr als Männer, wenn man Hausarbeit und Kindererziehung und das alles mit dazu zählt. Und davon sind aber nur 3 Stunden bezahlt, also nur 60% der Arbeitszeit ist unbezahlt. In Deutschland ist es so, dass Frauen im Schnitt täglich um die 52% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit aufwenden als Männer, nämlich 4 Stunden und 13 Minuten. Bei Männern sind es durchschnittlich 2 Stunden und 46 Minuten. Das bedeutet gleichzeitig, Männer arbeiten häufiger in Vollzeit als Frauen, weil sich Frauen öfters um Kindererziehung und Hausarbeit kümmern und dann halt eher Teilzeitbeschäftigungen nachgehen. Das heißt auch, dass Frauen häufiger von Altersarmut bedroht sind, weil sie eben nicht so viele Rentenpunkte sammeln und dann eine niedrigere Rente haben. Und am Ende ist es aber natürlich so, dass diese Sorgearbeit genauso zu unserem Wohlstand beiträgt wie bezahlte Arbeit. Und deswegen würden wir sagen, dass auch alle das gleiche Recht auf einen Anteil an diesem Wohlstand haben und ein Grundeinkommen würde dem so ein bisschen entgegenkommen und es vielleicht ein bisschen gerechter verteilen. Ja, also vor allem das mit der Care-Arbeit war jetzt auch zum Weltfrauentag ein großes Thema, dass eben Frauen viel sich um die Kinder kümmern und dass es eben auch eine Art von Arbeit ist, die aber eben nicht bezahlt wird. Und da wird ja auch in diesen feministischen Kreisen oder insgesamt dafür plädiert. Und da würde ja auf jeden Fall das Grundeinkommen sozusagen eine Lösung bieten, weil es wäre ja dann eine indirekte Bezahlung für ihre unbezahlte, jetzt noch unbezahlte Arbeit. Genau, bevor wir weitermachen, würde ich noch gerne einen Kommentar aus dem Chat mit reinnehmen. Ja. Und zwar kam von Martin Kaber, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, kam der Kommentar noch mit dem Erbe, dass es mit dem Erbe, also ich lese es einfach wortwörtlich vor, das mit dem Erbe stimmt nicht. Ich kenne so viele Leute, die ihre Firmen von klein auf aufgebaut haben. Willst du noch mal vielleicht kurz was dazu sagen? Das gibt es natürlich auch, aber ich würde es jetzt grundsätzlich trotzdem in Frage stellen, ob das nicht stimmt. Weil natürlich, also selbst wenn ich, auch wenn ich eine Immobilie erbe von meinen Eltern zum Beispiel, ich bin auf jeden Fall dann ein bisschen besser aufgestellt als Menschen, die gar nichts erben und gar nichts haben. Und klar kann ich auch von klein auf, also ich kann natürlich auch ein erfolgreiches Startup gründen und von klein auf Zeit rein investieren und Geld verdienen. Aber am Ende glaube ich schon, dass es leichter ist. Also ich bin überzeugt davon, es ist definitiv leichter, Geld zu machen, wenn du schon Geld hast. Ja, ja, viel läuft ja auch über Investieren heutzutage und dann investieren viele in Aktien oder in, um ihr sozusagen Geld zu vermehren und umso mehr Geld man hat, umso mehr Klar. kann man sich auch vermehren. Das macht natürlich Sinn und umso mehr kann man sich auch absichern vor gewissen Rückfällen oder wenn eine Aktie irgendwie sinkt oder so weiter. Ja. Genau. Oh, Entschuldigung.
Kein Problem. Okay, dann fangen wir mit dem nächsten. Nächste Frage wäre dann, die wir uns auch noch stellen, wäre eine Frage, die zum Thema Gehälter. Würden durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens Gehälter nicht eventuell gekürzt werden oder Jobs sogar teilweise komplett entfalten? Ja, das ist eine spannende Frage. Das kommt, also wir sagen oder ich, wir als Verein glauben eigentlich eher, dass es andersrum ist. Wenn du ein Grundeinkommen hast, dann würdest du halt nicht mehr jeden Scheißjob machen, weil du ja immer das Grundeinkommen hast und würdest halt zu bestimmten Arbeitsbedingungen oder für ein niedriges Gehalt auch nicht mehr arbeiten gehen. Zumindest in bestimmten Jobs nicht. Also Jobs, die jetzt gerade niedrig entlohnt sind, aber trotzdem einen total hohen gesellschaftlichen Nutzen haben, also von denen wir weiterhin wollen, dass die irgendjemand macht, da müssten natürlich die Arbeitsbedingungen ein bisschen besser werden und vermutlich müssten auch die Gehälter steigen, damit Leute das noch machen. Mit Grundeinkommen sind die ArbeitnehmerInnen nämlich dann schon in einer besseren Verhandlungsposition als ohne Grundeinkommen und können nicht mehr so leicht dazu gezwungen werden, alle möglichen Jobs zu machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Also wir glauben tatsächlich, dass es eher dazu führt, dass Gehälter steigen. Das muss aber auch nicht in allen Bereichen so sein. Also es könnte natürlich dann trotzdem so sein, dass wenn ich als Arbeitnehmerin das Gefühl habe, das ist ein total sinnvoller Job, und ich habe mich, die Finanzen des Unternehmens sind zum Beispiel transparent. Also wenn ich zum Beispiel für einen Kollektivbetrieb arbeite oder so, wo ich halt weiß, okay, alle verdienen das Gleiche oder alle verdienen, was weiß ich, das, das und das und das und wir machen jetzt nicht wahnsinnig viel Gewinn, dann bin ich vielleicht auch bereit dafür, für weniger Geld zu arbeiten, wenn ich darin auch einen Sinn sehe. Genau. Ja. Definitiv einen Einfluss darauf. Hoppla, sorry, wir bei uns gerade ein bisschen die Technik gegangen. Kein Problem. Wäre dann noch eine Frage, die jetzt insbesondere Studenten wie mich jetzt auch sehr beschäftigen würde, also interessieren würde. Wäre das bedingungslose Grundeinkommen eventuell ein Kompromiss auch um unbezahlte Praktika, was man halt eben als Student halt eben eher häufiger bekommt als bezahlte Praktika. Wäre das nicht eventuell auch eine Methode, um diese zu kompensieren oder eventuell auch nicht zu heftig für unsere Seite zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also das kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Du hättest auf jeden Fall die Freiheit, die eigene Zeit für unbezahlte Praktika zu benutzen, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hättest, weil du hättest halt immer die Sicherheit, dass auf jeden Fall Geld da ist. Gleichzeitig müsste man aber aufpassen, dass unbezahltes Praktikum dann nicht ein Standardmodell wird in der freien Wirtschaft, zumindest wenn es bei Grundeinkommen nicht gleichzeitig noch einen Mindestlohn gäbe, weil sonst die Unternehmen sagen könnten, naja, ihr habt ja jetzt Grundeinkommen, ihr könnt einfach das ganze Jahr über unbezahlte Praktika bei uns machen. Aber auch da ist es natürlich so, dass sich wahrscheinlich, oder du als Student würdest dir dann wahrscheinlich auch ein Unternehmen angucken und gucken, naja, sind die cool, will ich da überhaupt mein unbezahltes Praktikum machen? Hast vielleicht dann auch die Muße, dich so ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen, was die eigentlich machen und kannst entscheiden, ob du den Betrieb sympathisch findest oder nicht. Und wenn das halt kein sympathischer Betrieb ist, dann wird der vermutlich auch Probleme haben, unbezahlte PraktikantInnen zu finden mit bedingungslosem Grundeinkommen. Und wenn es einen Mindestlohn gibt, dann wird es natürlich nach wie vor so sein, dass unbezahlte Praktika nur unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man es gut macht, dass das Unternehmen zum Beispiel jetzt auch Interesse hat, einen zu übernehmen und dann nicht nur ein unbezahltes Praktikum ständig verlängert. Also ich glaube, klar. Also ich weiß nicht, ob dann unbedingt die, also klar, es gibt wahrscheinlich auch Unternehmen, die probieren, da Profit draus zu schlagen, aber das ist ja jetzt auch schon so mit den unbezahlten Praktika. Also ich glaube, ja. Genau, jetzt kommen wir zur nächsten Frage und so ein bisschen dieses Standardargument, wer denn überhaupt noch arbeiten geht, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen bekommt. Also so ein bisschen das, was ja auch bei Hartz IV manchmal kritisiert wird, dass die Leute dann faul werden würden oder eben nicht mehr arbeiten, nur noch zu Hause sitzen, nur noch Freizeitaktivitäten machen oder sowas. Genau, da habe ich noch mal eine Präsi für euch vorbereitet.
Genau, das ist so dieses klassische Hängematten-Argument, ne? Also wenn es Grundeinkommen gibt, legen dann alle die Füße hoch. Wer geht dann überhaupt noch arbeiten? Dann werden alle faul. Wir glauben, dass das nicht so ist. Und es gibt ziemlich viele Gründe, die dagegen sprechen, dass das passieren wird. Der erste ist, Menschen arbeiten gar nicht nur, um Geld zu verdienen. Also es gibt genug Studien, die zeigen, dass Leute nicht nur dann was arbeiten, wenn sie dafür was bekommen. Also dieses klassische Homo-Ökonomicus-Argument, ne? Wir arbeiten nur, wenn wir Geld kriegen oder irgendwelche anderen Anreize dafür. Aber Bezahlung ist nicht die einzige Motivation für Arbeit. Und oftmals gibt es halt auch innere Faktoren oder intrinsische, also innere Faktoren, ne? Die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel: Ich will was arbeiten, mit dem ich mich identifiziere, oder ich will mich selbst verwirklichen über meine Arbeit, oder ich will das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun und damit einen Beitrag für das große Ganze zu leisten. Und da ist auch spannend, wenn man die Leute fragt, ob sie mit Grundeinkommen noch weiterarbeiten würden, dann sagen 90% von sich selber, ja klar. Aber die gleichen Leute sagen halt dann zu 60%, also eine Mehrheit von denen, dass sie glauben, dass die anderen aufhören würden zu arbeiten. Also da gibt es so eine Diskrepanz, so ein Auseinanderklaffen von der Einschätzung, was man über sich selber denkt und was man den anderen unterstellt. Und wahrscheinlich ist es doch mehr so, dass am Ende viele Leute eigentlich doch gerne arbeiten wollen, auch wenn sie das anderen unterstellen, dass sie das vielleicht nicht machen würden. Der zweite Punkt ist, dass sich natürlich Arbeit auch mit bedingungslosem Grundeinkommen noch lohnt. Mit bedingungslosem Grundeinkommen habe ich ein bisschen Geld. Wenn ich Lohnarbeiten gehe, habe ich natürlich mehr Geld. Das heißt, wenn ich mir ein bisschen Luxus leisten möchte und nicht nur bescheiden von Grundeinkommen leben möchte, dann muss ich natürlich immer noch arbeiten gehen und Geld verdienen, damit ich mir einen höheren Lebensstandard leisten kann. Dann ist es auch so, dass Menschen von Natur aus auch nicht unbedingt faul sind. Und es gibt viele Beispiele, die zeigen, Menschen werden auch nicht faul, wenn sie Geld geschenkt bekommen. Geschenkt ein bisschen in Anführungszeichen, weil das nicht immer wirklich komplett geschenkt ist. Das zeigt nämlich das erste Beispiel. Es ist so, dass bei ALG II eigentlich nur der kleinste Teil von den Hartz-IV-EmpfängerInnen aus Arbeitslosen besteht. 2018 waren es zum Beispiel von 5,9 Millionen ALG-2-EmpfängerInnen nur kein Viertel, also 1,5 Millionen. Der Rest geht entweder arbeiten und stoppt auf, das sind so 1,1 Millionen, geht noch zur Schule, macht eine Fortbildung, pflegt Angehörige oder ist arbeitsunfähig. Und dass Menschen, die arbeitsunfähig sind, im ALG-2-Bezug rumdümpeln müssen, ist natürlich auch nicht so cool. Dann, das ist auch spannend, gibt es eine belgische Lotterie, die heißt Win for Life. Die verlosen eine lebenslange Rente und haben im Jahr 2014 184 von ihren GewinnerInnen angeschrieben. Und da haben weniger als 10% gesagt, dass sie ihren Job aufgegeben haben. Also selbst Leute, die dann lebenslang irgendwie noch Kohle kriegen, arbeiten weiter. Und die Menschen, die ihren Job aufgegeben haben in dieser Lotterie, die haben das meistens gemacht, um Angehörige zu pflegen oder sich um Kinder zu kümmern. Haben also auch nicht aufgehört zu arbeiten, sondern halt nur ohne Geld was anderes gearbeitet. Und dann gibt es noch eine Meta-Analyse von 165 Studien. Meta-Analyse heißt, da hat sich jemand hingesetzt und hat sich 165 Studien angeguckt zu bedingungslosen Zahlungen auf der ganzen Welt. Und diese Meta-Analyse hat ergeben, dass die Arbeitsmotivation und Arbeitsintensität meistens sogar steigt mit bedingungslosen Zahlungen. Nur Kinder, Ältere und Menschen mit Fürsorgepflichten arbeiten weniger, wenn sie bedingungslos Geld erhalten. Und das ist ja eigentlich auch was, was wir wollen. Also wir wollen ja nicht, dass Kinder arbeiten. Und Mütter können sich natürlich auch gerne oder Eltern um ihre Kinder kümmern, statt Erwerbsarbeiten zu gehen. Und schlussendlich stellt sich natürlich die Frage, ist es vielleicht gar nicht so doof, wenn wir nicht so viel Erwerbsarbeiten gehen? Der britische Ökonom John Maynard Keynes hatte schon 1930 die Vision von einer 15-Stunden-Woche für das Jahr 2030. Also in 10 Jahren quasi hat er gedacht, sind wir so weit, dass wir nur noch 15 Stunden arbeiten müssen, weil wir dann unsere Produktivität durch technologischen Fortschritt so stark gesteigert hätten, dass unser größtes Problem darin bestünde, wie wollen wir eigentlich unsere Freizeit gestalten. Und Rutger Bregman, das ist so ein niederländischer Historiker, der hat diese Idee in seinem Buch Utopien für Realisten aufgegriffen.
Und da ist seine Idee tatsächlich, oder er sagt halt, tatsächlich können wir es uns heute schon leisten, unsere bezahlte Arbeitszeit zu reduzieren und stattdessen den Wohlstand mit Hilfe von Grundeinkommen einfach ein bisschen gerechter zu verteilen. Und am Ende muss man natürlich auch sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen weniger Lohn arbeiten, weil dadurch natürlich auch der CO2-Verbrauch ein bisschen sinkt. Das heißt, wenn wir weniger arbeiten gehen, hat es vielleicht auch bessere Auswirkungen auf die Umwelt. Und wir könnten die Freizeit, die wir dadurch gewinnen, natürlich dann auch wieder investieren, um nachhaltiger zu leben. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wenn wir weniger Lohn arbeiten gehen, dann haben wir mehr Zeit, um zum Beispiel Dinge selber anzubauen oder zu reparieren. Das ist so ein bisschen die Überlegung von einem ökologischen Grundeinkommen. Das geht dann häufig mit dieser Degrowth-Bewegung zusammen, die quasi möchte oder halt diese Utopie oder auch die Forschung davon hat, dass wir eigentlich von diesem Muss des Wachstums, der Wirtschaft eigentlich wegkommen müssen zu einem nachhaltigen Lebensstil, weil unsere Ressourcen auch endlich sind und wir deswegen gar nicht unendlich weiter wachsen können. Ein Grundeinkommen könnte halt diese Chance auch vermitteln, zu sagen, wir haben jetzt mehr Zeit, um auch nachhaltiger zu leben. Genau, das ist quasi so ein bisschen eine offene Frage. Also Grundeinkommen hat das Potenzial, dass sich Arbeitszeiten für Lohnarbeit verschieben. Einige von uns wollen vielleicht ein bisschen weniger Lohn arbeiten mit Grundeinkommen und stattdessen mehr Zeit in andere Formen von Arbeit investieren. Und wem Luxus und viel Geld wichtig ist, der wird natürlich nach wie vor mit Grundeinkommen auch noch arbeiten. Ja, Dankeschön. Wolltest du noch was sagen? Ich bin bedient. Okay. Ja, also ich finde auch, wenn man sich selbst die Frage stellt, was man machen würde, wenn man nichts, oder wenn man so Phasen hat, wo man nichts zu tun hat, so bei uns sind ja die Semesterferien zum Beispiel ziemlich lang, da suchen sich die meisten irgendwie Ferienjobs oder haben irgendwie Hausarbeiten, die sie schreiben müssen oder so. Aber wenn man mal wirklich nichts zu tun hat, merkt man auch, dass man irgendwie unruhig wird und man hat auch, also ich zumindest kann es von mir aus sagen, dass ich auch immer Lust habe, irgendwie was zu machen und dann halt auch irgendwie vielleicht mal Sachen machen würde, auf die ich wirklich Lust habe und eben nicht irgendwie was studieren würde, nur weil ich mir dann sicher sein kann, dass ich dann ein festes Einkommen oder einen festen Job habe. Also ich glaube, es würde auch viel daran ändern, vielleicht was die Leute für Sachen studieren würden oder was für Ausbildungen sie machen würden. Aber gut, das ist jetzt vielleicht total ein bisschen weit hergeholt oder man kann es halt einfach zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach noch nicht sagen. Man müsste halt auf jeden Fall gucken, dass die Arbeiten, die gebraucht werden, dass man die so attraktiv macht, dass die Leute das halt auch noch machen wollen oder dass man sie automatisiert, wo es geht. Also wo wir halt tatsächlich dann keine menschliche Arbeitskraft mehr brauchen, sondern automatisieren können. Da kann man dann auch sagen, gut, dann versuchen wir das. Ja. Es kam jetzt noch ein Kommentar, auch wieder von Martin Kaber. Ich hoffe echt, dass ich das richtig ausspreche. Er hat gesagt, was ist, wenn dann alle nur noch Künstler oder KünstlerInnen, sage ich jetzt dazu, sein wollen und keiner mehr im Altenheim arbeiten geht? Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich glaube ich das zum einen gar nicht, weil AltenpflegerInnen meistens ihren Job eigentlich doch ziemlich erfüllend finden und der Job vor allem deswegen nicht cool ist oder unbeliebt ist, weil er halt wahnsinnig stressig ist und weil er mies bezahlt ist. Und wenn man das ändern würde, also wenn du einfach sagst, die Arbeitsbedingungen sind besser, es ist nicht mehr alles so komplett auf Effizienz gepolt. Es wird ja da, wo es privatisiert ist, auch unglaublich am Personal gespart. Das heißt, als Altenpflegerin hast du überhaupt nicht mehr die Zeit, dich irgendwie mehr als 4 Minuten, was weiß ich, um das Waschen und Anziehen von einer Person, um die du dich kümmerst, zu sorgen. Wenn das ein bisschen anders werden würde, dann glaube ich gar nicht, dass alle KünstlerInnen werden wollen. Aber klar, letztlich muss man halt gucken, wenn das wirklich passiert, dass bestimmte Jobs dann nicht mehr so attraktiv sind, dann muss man die attraktiver machen. Ja, und dann komme ich, glaube ich, schon sehr gut zu unserer nächsten Frage. Wenn das nämlich dann so ist, wie kann der Staat das dann überhaupt bezahlen? Wie ist das überhaupt finanzierbar? Genau, wartet, da habe ich auch wieder was auf der Präsi vorbereitet. Also es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle, ne? Die arbeiten alle im Grunde mit der Idee, dass man Steuern reformiert. So, Moment, jetzt teile ich nochmal meinen Bildschirm. Technik, die erfreut. Ja. So.
Also, genau, alle Überlegungen zur Finanzierung von Grundeinkommen beruhen auf Steuerreform. Das Geld ist im Grunde schon da, es muss nur anders verteilt werden. Tatsächlich können dann bestimmte Sozialleistungen durch ein Grundeinkommen auch ersetzt werden und dadurch können Verwaltungskosten eingespart werden, also zum Beispiel bei ALG II oder Kindergeld oder so. Das wären so Sachen, die könnten durch Grundeinkommen ersetzt werden, aber Sozialleistungen dürften nicht komplett wegfallen. Und je stärker Sozialleistungen je nach Finanzierungsmodell wegfallen, umso höher müsste halt das Grundeinkommen wieder entsprechend sein, dass sich die Leute das dann halt privat leisten können. Wichtig ist auch noch, dass in den meisten Modellen erstmal alle Menschen zwar am Monatsanfang Grundeinkommen bekommen, aber real würden die meisten Menschen dieses Grundeinkommen über Steuern entweder in Teilen oder komplett zurückzahlen. Das gilt insbesondere für die Finanzierung über die Einkommenssteuer. Das ist die erste Möglichkeit. Man kann Einkommen besteuern, zum Beispiel über die Einführung einer negativen Einkommenssteuer. Negativ deshalb, weil alle Menschen am Monatsanfang erstmal einen Steuerbetrag ausgezahlt bekommen in Höhe von diesem Grundeinkommen. Da ist es so, dass ja schon heute die meisten Menschen so eine Art Grundeinkommen über den Einkommensteuerfreibetrag haben. Und den könnte man im Prinzip einfach umwandeln in so ein Grundeinkommen. Das würde dann ähnlich funktionieren. Da wäre dann Grundeinkommen ein sicherer Betrag, der nicht versteuert werden muss und auf das übrige Einkommen fiel eine Steuer zum Beispiel in Höhe von 50% an. Bei einer solchen Finanzierung wäre das Grundeinkommen eher so etwas wie eine bedingungslose Grundsicherung, weil wohlhabende Menschen, habe ich schon gesagt, würden das dann komplett zurückzahlen oder zumindest in Teilen zurückzahlen. So eine negative Einkommenssteuer wollen wir übrigens auch in der dritten Studie unseres Pilotprojekts simulieren und gucken, was das dann mit den Leuten macht und wie sich ihre Arbeitszeiten verändern dadurch. Und es ist auch kombinierbar mit anderen Besteuerungsmodellen. Es gibt noch die Möglichkeit, ach so, das habe ich noch vergessen, genau, die Idee von negativen Einkommensteuer. Einmal die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen der Linken, die haben ihr Konzept von emanzipatorischem Grundeinkommen als eine Variante mit negativer Einkommensteuer durchgespielt. Das ist auch wahnsinnig ausführlich, was die sich da überlegt haben. Und dann sind auch noch die Grünen favorisieren die Idee, Grundeinkommen über negative Einkommensteuer zu finanzieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, wir besteuern stattdessen den Konsum. Also wir reformieren die Mehrwertsteuer. Da ist zum Beispiel der DM-Gründer Götz Werner ein Verfechter von dieser Idee. Das ist so ein bisschen eine arbeitgeberfreundlichere Variante. Der möchte im Prinzip die Mehrwertsteuer, also alle anderen Steuerarten, auch Gewerbesteuer und so und Einkommensteuer, alles ersetzen durch Mehrwertsteuer. Und er sagt, im Grunde zahlen Unternehmen jetzt schon keine Steuern, weil alle Steuern, die Unternehmen zahlen, werden auf die Produkte umgelagert. Und deswegen sind die Produkte so teuer, wie sie sind. Wenn also andere Steuern für Unternehmen wegfallen und da stattdessen gibt es Mehrwertsteuer, dann sind die Produkte seiner Ansicht nach am Ende genauso teuer, aber es ließe sich auch noch ein Grundeinkommen finanzieren darüber. Und dann gibt es aber auch noch die Option zu sagen, wir besteuern den Geldverkehr. Also wir führen zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer ein. Da ist der Philosoph Richard David Precht ein Verfechter davon, der sagt, mit einer Transaktionssteuer, also mit einer Steuer auf Finanzhandel an der Börse von 0,05%, hätten wir so viele Einnahmen, da könnten wir noch locker alles mögliche andere davon finanzieren und nicht nur Grundeinkommen. Als Beispiel würde ich noch mal ein bisschen auf diese negative Einkommensteuer eingehen, weil das ein bisschen kompliziert ist und aber gleichzeitig auch ganz interessant. Und das Beispiel wäre jetzt hier in dem Fall, es gibt eine negative Einkommensteuer von 50% und ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro zum Beispiel als Steuerfreibetrag. Dann wäre es so, wenn jemand jetzt überhaupt nichts verdient, dann würde er dieses Grundeinkommen in voller Höhe behalten, hat also am Ende 1200 Euro. Wenn jemand zum Beispiel zusätzlich 1200 Euro verdient, dann wären 50% davon 600 Euro. Der würde also 600 Euro behalten plus Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro, wären dann 1800 Euro. Der hätte also am Ende mehr, als er
allein durch das, was er verdient, reinbekommt und wäre dann netto, sogenannter Nettoempfängerin von diesem Grundeinkommen. Dann gibt es bei einer negativen Einkommensteuer immer sowas wie eine Transfergrenze. Das heißt, ab einem bestimmten Einkommen habe ich kein Plus und kein Minus. Das wären in diesem Beispiel jetzt 2.400 Euro, weil die Hälfte davon genau so viel ist wie das Grundeinkommen. Das heißt, ich bin dann mit Abzug von 50% Steuern plus Grundeinkommen am Ende genau wieder bei diesen 2.400 Euro. Und alle, die jetzt darüber verdienen, sind Nettozahler. Also die zahlen dann, die tragen dazu bei, das Grundeinkommen zusätzlich zu finanzieren. Wer jetzt zum Beispiel ein zusätzliches Einkommen von 3.600 hat, der würde 1.800 Euro Steuern zahlen, mit Grundeinkommen am Ende bei 3.000 Euro liegen und damit diesen Grundeinkommensbetrag mitfinanzieren. Genau. Verstanden? Ja. Taschenrechner. Haben es nochmal gerade kurz mit dem Taschenrechner nach ausgerechnet. Aber es kamen tatsächlich relativ viele Kommentare. Okay. Vielleicht jetzt nochmal drauf eingehen. Und zwar erstmal, macht Einkommensteuer die Arbeit dann noch unattraktiver? Als Frage. Würde ich sagen, nein, weil ich ja tatsächlich, also je nachdem, wenn ich mittelgut verdiene, ne, dann hab ich tatsächlich mit dem Grundeinkommen vielleicht am Ende sogar mehr, als ich jetzt habe. Also in diesem Beispiel von diesen 3.600 Euro, ne, wenn mir 3.000 Euro bleiben, dann wäre das gerade tatsächlich mehr, als mir momentan bleiben, wenn ich 3.600 Euro verdiene. Aber das kann man nicht so ganz eins zu eins umrechnen, weil ich glaube, dass selbst bei negativer Einkommensteuer es wahrscheinlich noch bestimmte Sozialabgaben oder Sozialversicherungsbeiträge gibt, die man trotzdem auch vom Einkommen zahlen würde. Und dann wäre man wieder ein bisschen niedriger. Aber trotzdem muss natürlich so eine Einkommensteuer so aussehen, dass sich Arbeit immer noch lohnt. Also dass ich immer noch, also ich habe immer noch deutlich mehr, wenn ich arbeiten gehe, als wenn ich es nicht tue. Ja. Ja, und irgendwie ist ja auch die Idee dahinter, dass jeder den Beruf macht, den er machen will, so ein bisschen, oder machen kann, den er machen will. Und wenn es so wäre, dann würde man sich ja für den Beruf entscheiden, auf den man Lust hat. Natürlich nur einen gewissen Rahmen, natürlich wird Geld immer eine Rolle spielen. Aber deshalb denke ich, ist das vielleicht auch mal so ein Argument dagegen. Genau, und das nächste wäre. Ein Kommentar zur Finanztransaktionssteuer und zwar von Tina Rast. Transaktionssteuer macht kaum Sinn, wenn Kapital einfach mobil in andere Länder verlegt werden kann. Hi Tina. Tina kenne ich. Ja, guter Punkt. Kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht. Also man müsste sie wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens EU-weit einführen und vermutlich auch irgendwie weltweit, aber wie, ob das dann gut funktioniert, das weiß ich auch nicht. Ich habe mich tatsächlich mit dieser Idee nicht so intensiv auseinandergesetzt. Also es gibt auch KritikerInnen an dieser Idee, die auch sagen bei Brecht, das würde nicht funktionieren, weil dann einfach woanders gehandelt werden würde und dann würden wir am Ende doch gar nicht so viel reinkriegen, wie wir eigentlich darüber reinkriegen wollen. Da muss man nochmal ein bisschen intensiver einsteigen und gucken. Aber genau, es ließe sich halt auch immer so ein bisschen kommen. Also man hat die Möglichkeit, verschiedene Finanzierungsmodelle miteinander zu kombinieren. Man könnte auch sagen, wir machen negative Einkommensteuer, kombinieren das mit irgendwie CO2-Steuer oder Steuer auf Ressourcenverbrauch, führen nochmal eine Vermögenssteuer wieder ein, was auch immer. Ja. Genau. Ja, genau. Dann, ich glaube, dazu können wir auch vielleicht später noch mal ein bisschen was sagen, wenn wir ein bisschen auf irgendwelche, also auf die Studien von anderen Ländern eingehen und so, weil ich meine, es ist ja ein Modell, was jetzt noch nicht irgendwo etabliert ist. Das heißt, man wird immer noch lernen. Das heißt, man wird, denke ich mal, auch wenn man, also ich denke, dass es eine gute Idee ist und man wird, denke ich mal, lernen daraus und man wird auch noch Fehler machen. Das ist ja keine Frage, aber ich finde es trotzdem einfach einen guten Gedanken und ich glaube, besser als das Modell, was wir zurzeit haben. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Genau, noch ein Kommentar, auch wieder von Tina Rast. Die Ressourcen ließen sich wahrscheinlich am ehesten durch die Verkleinerung des Verwaltungsapparats für die derzeitigen Transferleistungen zusammenbekommen. Ja, klar. Also man kann auf jeden Fall einiges sparen, wenn man
diesen ganzen Jobcenter, Hartz-IV-Apparat einstampft. Es ist auch so, wenn man Krankenversicherungsbeiträge und Rentenbeiträge und diese ganzen Sozialversicherungen mit reinnimmt, dann ist ein Grundeinkommen im Grunde genauso teuer wie diese ganzen Sozialleistungen. Aber die Rechnung geht halt nicht komplett auf, weil wir wahrscheinlich auch mit Grundeinkommen immer noch eine Krankenversicherung haben wollen. Das heißt, insgesamt wird es schon ein bisschen teurer werden als das, was wir jetzt gerade haben. Aber es lässt sich auf jeden Fall sparen, also zumindest an bestimmten Posten. Ja, und dann kam noch mal ein Kommentar noch mal zu dem Thema Erbe. Das habe ich nicht übersehen. Ich wollte es nur ans Ende stellen, also nicht wundern. Von Heck Gabi, denke ich mal, oder Gabi. Eine Kritik war meines Wissens, was dagegen sprach, war, was Menschen mit Menschen, die krank sind und nicht arbeiten können, aber noch einen höheren Beitrag zur Versorgung bräuchten. Ach so, okay. Also was ist mit Menschen, die sozusagen noch mehr Geld bräuchten, weil sie irgendwie medizinische Versorgung brauchen, die besonders teuer ist, wenn ich es richtig verstanden habe? Gibt es da schon Ideen dazu? Ja, auf jeden Fall. Also das bisher ausgearbeitete Konzept zum bedingungslosen Grundeinkommen, das ich kenne, ist tatsächlich das von den Linken. Und die wollen auf jeden Fall nicht, dass der Sozialstaat komplett ersetzt wird durch Grundeinkommen. Das wollen wir auch nicht. Also die meisten Grundeinkommensmodelle sehen das nicht vor. Zum Teil ja, aber jemand, der Sonderbedarf hat, weil er krank ist oder spezielle Bedürfnisse hat, der soll natürlich immer noch die Möglichkeit haben, zusätzlich Unterstützung zu erfahren und auch zusätzlich Geld vom Staat bekommen zu können, wenn er das braucht. Also das sollte auch nach wie vor mit Grundeinkommen möglich sein. Es gibt so ein bisschen, ja, es gibt so wirtschaftsliberalere Ideen von Grundeinkommen, die sagen, nee, das brauchen wir alles nicht. Wir machen stattdessen Grundeinkommen und dann sollen sich die Leute selber drum kümmern, weil die haben ja dann Geld und dann können wir quasi diese ganzen Versicherungen einfach abschaffen. Schwierig. Also wenn man das wirklich so macht, dann müsste ein Grundeinkommen halt am Ende nochmal deutlich höher sein. Dann würden wahrscheinlich 1200 auch nicht reichen. Dann musste wahrscheinlich auf 1,5 gehen oder so. Ja. Okay. Kommen wir jetzt mal von den eher trockenen Finanzthemen zu euren persönlichen Erfahrungen, die eure Organisation mit den Auswirkungen von bedingungslosen Grundeinkommen gemacht haben. Ihr habt ja auch vielen Leuten halt eben genau das ermöglicht über einen bestimmten Zeitraum. Und natürlich habt ihr denen das nicht einfach nur gegeben, sondern ihr wolltet dann auch wissen, was die damit gemacht haben. Und deswegen erzähl uns doch mal, was habt ihr so gelernt in der Zeit? Wir hören dich gerade nicht. Wie groß aus? Ich habe mich gemutet. Ich teile nochmal meinen Bildschirm. Sekunde. So, genau, also wie gesagt, diese Studie, die hat noch nicht angefangen. Das heißt, was ich jetzt erzähle, das sind unsere Erfahrungen mit den Menschen, die bei uns Grundeinkommen gewonnen haben. Das heißt, das ist nicht streng wissenschaftlich, weil die Leute haben nur für ein Jahr Grundeinkommen bekommen und es gab da jetzt auch keine Kontrollgruppe, also kein Vergleich zu Menschen, die nicht Grundeinkommen gekriegt haben. Aber genau, aus unserer eigenen Umfrage mit unseren GewinnerInnen, die haben wir zuletzt 2018 gemacht, da hat sich gezeigt, dass zumindest jetzt bei diesem einen Jahr die meisten von den GewinnerInnen in ihrem Job bleiben. Von 43 haben nur 3 ihren Job gewechselt und nur jeder 5. Hat sich mit dem Grundeinkommen eine Auszeit genommen. Da hätte man, also auch bei einem Jahr hätte natürlich die Zahl da ein bisschen höher sein können. Und auch nur einer hat seinen Job gekündigt. Die meisten sind auch zufriedener mit ihrer Arbeit. Also 35% sagen, sie sind motivierter oder sogar viel motivierter auf der Arbeit und halten auch die Qualität von ihrer Arbeit als besser. Und mehr als die Hälfte der GewinnerInnen bildet sich auch weiter. Viele, also sogar 80% sagen, dass sie mehr Tatendrang spüren mit dem Grundeinkommen. Und eine Mehrheit sagt auch, dass sie jetzt Ideen hat. Und zumindest gibt es niemand, der sagt, das ist weniger als vorher. Also auf jeden Fall fühlen sich die Menschen innovativer in diesem Jahr mit Grundeinkommen.
Dann sind die GewinnerInnen auch weniger gestresst. Mehr als 80% sagen, sie haben mit Grundeinkommen weniger Existenzängste. Sie sind entspannter, das sagen 60%, und blicken zuversichtlicher, also positiver in die eigene Zukunft. 35% sagen, sie sind selbstbewusster und trauen sich auch öfter, Nein zu sagen, wo sie vorher sich das vielleicht nicht getraut haben, weil sie Angst hatten vor den finanziellen Folgen, wenn sie das tun würden. Und die GewinnerInnen engagieren sich auch stärker sozial. 40% sagen, dass sie jetzt mehr Zeit mit Menschen verbringen, die ihnen wichtig sind. 30% kümmern sich mehr um Angehörige. Und mehr als 70% sagen, dass sie mit dem Grundeinkommen großzügiger geworden sind. Und schlussendlich, und das ist auch spannend, dass die meisten unserer GewinnerInnen sagen, sie konsumieren jetzt bewusster. Also mehr als die Hälfte versucht, nachhaltiger zu leben. Und 53% sagen zumindest von sich, sie kaufen jetzt umweltbewusster ein, weil sie halt auch das Geld haben, um sich das leisten zu können. Ich werde euch noch ein paar persönliche Geschichten erzählen von unseren GewinnerInnen. Wir haben einmal Stefan, der hat vorher als LKW-Fahrer gearbeitet, und zwar unter dem Mindestlohn und hat teilweise sogar bis zu 300 Stunden im Monat auf Autobahn verbracht. Und darüber ist auch seine Beziehung kaputt gegangen. Sein Gehalt kam so unregelmäßig, dass er irgendwann seine Miete nicht mehr zahlen konnte und deswegen sogar aus seiner Wohnung rausgeschmissen worden ist. Und mit Grundeinkommen hat er sich dann einen anderen Job gesucht, arbeitet jetzt im Vertrieb bei einer Großbäckerei. Das ist auch ziemlich stressig, da ist er 6 Tage die Woche, aber er hat halt ein reguläres Gehalt und auch ein ganz gutes Gehalt. Und er sagt, mein inneres Ich hat sich verändert. Früher war ich immer so ein überspannter Bogen, der jeden Moment reißen konnte. Jetzt gehe ich viel entspannter an die Sachen ran, an denen ich vor einem Jahr noch nervlich zugrunde gegangen wäre. Dann gibt es noch Apuan. Das ist ein Kind, was bei uns Grundeinkommen gewonnen hat. Die Eltern Inga und Josias sind Künstler und verdienen ihren Lebensunterhalt mit Malerei. Bei denen ist so, dass das Geld auch davor oft knapp war und die deswegen auch noch einen Nebenjob haben und auch öfters schon mal Erfahrungen mit dem Jobcenter gemacht haben und jetzt als Familie gemeinsam entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Apuan hat aber auf jeden Fall schon mal einen neuen Laptop bekommen und die beiden Eltern vergleichen ihren Gewinn vor allem mit der Zeit, in der sie halt noch Hartz IV bekommen haben. Und haben festgestellt, dass Hartz IV eben Kontrolle ausstrahlt, während das Grundeinkommen Vertrauen vermittelt. Josias sagt dazu, im Jobcenter bist du irgendwas, nicht mal mehr Mensch. Du bist eine Statistik. Und was genau er damit meint, erklärt seine Frau Inga. Die war nämlich auch lange schwer krank. Und sie sagt, mich haben sie damals, als ich Chemotherapie hatte, immer wieder eingeladen. Irgendwann habe ich sie dann damit konfrontiert, dass ich nicht mal weiß, ob ich den nächsten Tag überlebe. Man wird in Schubladen sortiert und muss sich ständig hinterfragen, wer man eigentlich ist. Mit dem Grundeinkommen sind die Eltern auf jeden Fall entspannter, machen sich weniger Sorgen ums Geld und können weiter ihren Berufen als KünstlerInnen nachgehen. Und zu guter Letzt noch Franzi, das ist bisher unsere einzige Doppelgewinnerin, also die hat wirklich zweimal in den letzten 6 Jahren Grundeinkommen gewonnen. Und bei ihr kam der Gewinn auch beides Mal genau zur richtigen Zeit, nämlich nach der letzten Elterngeldzahlung, also als sie gerade ein Kind zur Welt gebracht hat und sich auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbereitet hat. Bei Franzi ist es auch so, dass das Geld oft knapp ist wegen einer gescheiterten Selbstständigkeit und weil noch Studienkredite abgezahlt werden müssen und die Familie dadurch Schulden hat. Und waren auch schon im ALG-2-Bezug. Mit Grundeinkommen hat die Familie auf jeden Fall weniger Existenzsorgen, haben mehr Zeit für Unternehmungen und konnten sich auch zum ersten Mal seit Jahren einen Urlaub an die Ostsee leisten. Auf die Frage, wie sich Grundeinkommen anfühlt, sagt Franzi, das ist wie frisch verliebt sein. Man schwebt über allem, nichts kann einen runterziehen. Ich war erfüllt von etwas, das ich zuletzt wohl als Teenie gespürt habe, Vorfreude. Der Zukunft positiv entgegensehen zu können, ist ein unbeschreiblicher Schatz. Ganz viele unserer Geschichten mit unseren GewinnerInnen gibt es in unserem Buch Was würdest du tun? Das haben wir letztes Jahr kostenfrei als Podcast veröffentlicht und das ist der Link zu diesem Podcast, falls eine oder einer von euch da weiter drin rumstöbern möchte. Jetzt seid ihr stumm. Jetzt sind wir stumm. Ja.
Link, den können wir nochmal irgendwo genau, in die Kommentare vielleicht nochmal posten, ja, damit die Leute nochmal zugreifen können. Das wäre, glaube ich, ganz cool, oder? Was sie gesagt hat. Okay, was denn jetzt? Wow. Wir haben eine Frage im Chat, die wir uns ja oder wir die auch schon gestellt haben, und zwar inwieweit die Untersuchungen, die ihr habt, repräsentativ sind. Genau, also die Umfrage, die wir bis jetzt selber machen mit unseren GewinnerInnen, die sind nicht besonders repräsentativ, weil, wie gesagt, zum einen machen halt nur bestimmte Menschen bei solchen Umfragen mit. Dann ist es auch so, dass man sagen kann, dass wahrscheinlich auch nur ein bestimmter Kreis von Personen überhaupt bei unserer Verlosung mitmacht. Also dadurch hast du schon mal eine Einschränkung, dass es eben nicht repräsentativ für die Gesamtgesellschaft ist. Und dann haben wir halt auch bei diesen Umfragen, die wir selber machen, keine Vergleichsgruppe. Also wir haben nicht, wir können nicht sagen, ob diese Effekte tatsächlich auf das Grundeinkommen zurückgehen oder vielleicht auf was anderes, Äußeres, was uns alle gerade betrifft. Und das ist aber anders bei unserer Studie, also bei unserem Pilotprojekt, was wir jetzt starten. Da werden die TeilnehmerInnen nach bestimmten Kriterien ausgewählt, die dann auch repräsentativ sind für eine bestimmte Gruppe. Und da gibt es dann eine Vergleichsgruppe von Menschen, die kein Grundeinkommen bekommen. Und da werden wir dann gucken, wie entwickeln sich die TeilnehmerInnen, die Grundeinkommen kriegen, im Vergleich zu denen ohne Grundeinkommen, um sagen zu können, dass die Effekte wirklich auf die Grundeinkommenszahlungen zurückgehen oder halt andere Ursachen haben. Ja. Das wäre nun schon mal unsere Frage direkt. Ich unterbreche dich immer, ich bin echt unfreundlich. Es ist ja so, dass eure Studie ist ja auf 3 Jahre angelegt, wenn ich das richtig verstanden habe, und in 3 Etappen dann gegliedert. Und in jeder Etappe sollen nochmal verschiedene Sachen getestet und herausgefunden werden, um sozusagen am Ende Aussagen treffen zu können, die uns vielleicht helfen fürs Grundeinkommen. Genau, das soll ich noch hinzufügen. Dann würde ich fast schon zu vielleicht anderen Studien gehen, weil es gibt ja auch, abgesehen von der, die jetzt noch in Planung ist mit Deutschland, ja auch schon Studien, die stattgefunden haben. Ich weiß von einer zum Beispiel in Finnland, aber da gibt es auch noch ein paar mehr. Könntest du uns da auch noch was drüber erzählen? Ja, auch da habe ich ein bisschen was in meiner Präsentation für euch vorbereitet. Wie sieht das aus? Wie ist gerade der Stand der Wissenschaft? Hast du gerade schon gesagt, es gibt diese Studie in Finnland. Dabei haben 2000 Langzeitarbeitslose im Jahr 2016 2 Jahre lang 560 Euro im Monat bekommen. Das Geld musste nicht versteuert werden und die durften auch noch zusätzlich Geld in Teilzeitjobs hinzuverdienen. Ursprünglich war diese Studie mal ein bisschen umfangreicher angelegt und es sollten auch nicht nur Arbeitslose und auch nicht nur so wenig Geld bekommen, soweit ich weiß. Aber es gab einen Regierungswechsel in Finnland und dadurch ist diese Studie ziemlich eingestampft worden wurde halt am Ende ein bisschen kleiner aufgezogen als eigentlich angedacht. Trotzdem ist die nicht ganz wertlos. Da kamen nämlich auch ein paar spannende Sachen raus. Zum einen hat das Vertrauen der Menschen in die eigenen Fähigkeiten, also die Grundeinkommen bekommen haben, und auch in staatliche Institutionen und in die eigene Zukunft messbar zugenommen. Die Testgruppe empfand weniger Stress und weniger negative Gefühle, zum Beispiel Symptome einer Depression. Das haben in der Testgruppe nur 22% bemerkt. In der Kontrollgruppe, also bei denen ohne Grundeinkommen, waren es 32%. Und außerdem hatten die StudienteilnehmerInnen auch das Gefühl, sich besser konzentrieren und besser lernen zu können. Und darüber hinaus haben zwischen November 2017 und Oktober 2018 auch die TeilnehmerInnen in der Testgruppe insgesamt 6 Tage mehr als die in der Vergleichsgruppe ohne Grundeinkommen gearbeitet. Also auf jeden Fall nicht weniger, sondern mindestens genauso viel. Das heißt also, das subjektive Wohlbefinden hat sich deutlich gesteigert und die TeilnehmerInnen kamen mindestens genauso gut in Arbeit wie die Gruppe ohne Grundeinkommen. Also niemand wurde fauler mit Grundeinkommen.
Dann gibt es noch, das ist auch eine spannende Studie, Mincom in Kanada. Die fand statt zwischen 1974 und 1979. Und dabei haben 1000 Familien unterhalb der Armutsgrenze in der kanadischen Provinz Manitoba bedingungslos Geld bekommen, weil die Regierung aber durch die Ölkrise Ende der 70er anderweitig beschäftigt war, wurde das ganze Experiment 79 einfach sang- und klanglos eingestampft. Und die Ergebnisse wurden tatsächlich erst Jahrzehnte später und ich glaube auch erst vor ein paar Jahren von der Wirtschaftswissenschaftlerin Evelyn Forger ausgewertet. Und die hat herausgefunden, dass zum einen Krankenhausaufenthalte in der Stadt Dauphin um 8,5 zurückgingen. Also es gab viel weniger Einlieferungen wegen psychischer Krankheiten, wegen familiärer Gewalt, aber tatsächlich auch weniger Auto- und Arbeitsunfälle, was auch ganz interessant ist. Dann kam es zu einem lokalen Wirtschaftsaufschwung. Also einige Testpersonen haben zum Beispiel Geld in die Hand genommen, um sich damit Dinge wie Autos oder Schreibmaschinen anzuschaffen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt erhöht hat. Andere haben mehr konsumiert und dadurch den Einzelhandel der Stadt gestärkt. Und sie hat auch herausgefunden, dass ein Leistungsabfall, also tatsächlich haben nur die Leute weniger gearbeitet, bei denen es auch wieder gut ist, dass sie eigentlich nicht Lohnarbeiten gehen, also einmal Mütter mit kleinen Kindern und Teenager, die vorher in dieser relativ strukturschwachen Region dazu gezwungen waren, mit anzupacken, damit die Familien eben durchgebracht werden konnten. Und die Zahl der erfolgreichen Schulabschlüsse erhöhte sich sogar über den Kreis der TeilnehmerInnen hinaus. Und laut Forger sind die Kosten im Gesundheitswesen während des Experiments so deutlich gesunken, dass durch das Mindesteinkommen am Ende sogar gespart werden konnte, was auch spannend ist. Diese zwei Studien jetzt erstmal von mir. Es gibt noch deutlich mehr, die habe ich hier auf dieser Übersicht nochmal zusammengestellt, gibt es auch auf unserer Website vom Pilotprojekt. Unser Pilotprojekt umfasst im Grunde aber alle möglichen Kriterien, die bei diesen anderen Studien immer nur teilweise abgedeckt wurden. Also zum einen, und das sind, glaube ich, die wichtigsten, würde ich sagen, ist es eben zugänglich für alle BürgerInnen. Das heißt, nicht nur Arbeitslose zum Beispiel bekommen das Geld oder nicht nur arme Menschen, sondern es konnte sich erstmal jeder bewerben. Und es ist in existenzsichernder Höhe. Also es ist mit 1200 Euro auf jeden Fall so hoch, dass man jetzt theoretisch vielleicht nicht in München oder in Hamburg, aber in vielen Orten jetzt auch nicht unbedingt zusätzlich arbeiten gehen müsste mit diesem Grundeinkommen. Genau. Fragen. Fragen. Mit welcher fangen wir an? Ja, hier haben wir nochmal wieder von Martin Kaber. Das ist jetzt der dritte Versuch rauszubekommen, ob wir es richtig aussprechen. wäre zu dem Verein Mein Grundeinkommen. Und wie könnt ihr denn mit Spende und Crowdfunding so viele Einkommen finanzieren? Woher kommt das Geld? Werdet ihr staatlich unterstützt? Und gibt es regelmäßige Spender? Genau, wie gesagt, wir haben diese 172.000 Crowdhörnchen, die den Verein und die Grundeinkommen unterstützen. Und zwar in der Regel im Schnitt so mit 4 Euro im Monat, aber es gibt auch einige, die nur 1 Euro spenden oder einige, die 10 Euro im Monat spenden. Das sind alles Privatpersonen. Das heißt, das Ganze ist komplett zivilgesellschaftlich finanziert. Und von diesen Crowdhörnchen fließt ein Teil des Spendenbetrags auch in die Finanzierung dieses Pilotprojekts. Also auch das ist komplett zivilgesellschaftlich finanziert. Und es gibt aber noch die Möglichkeit extra, also nur an dieses Pilotprojekt zu spenden. Auch das funktioniert dann über monatliches Lastschriftmandat. Und da haben wir, glaube ich, nochmal so um die 30.000 oder vielleicht auch ein bisschen mehr, die nur an dieses Pilotprojekt spenden. Also insgesamt dann 200.000 SpenderInnen. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf, aber es sind doch relativ viele. Okay, dann die nächste Frage von Miri Bu. Direkt an Doro dich persönlich. Glauben Sie, dass ein Grundeinkommen in naher Zukunft kommen wird? Und wenn ja, welches Modell halten Sie für am realistischsten?
Ah, gute Frage. Ich hoffe das natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt die besten Voraussetzungen, das auch auszuprobieren, weil gerade, ja gut, Krise ist immer so ein bisschen schwierig mit, da ist ja die Politik meistens nicht ganz so mutig, aber gleichzeitig ist es auf jeden Fall gerade Thema. Also man merkt schon, dass sich auch die Parteien deutlich stärker damit beschäftigen. Wie gesagt, bei den Linken gibt es dieses Konzept von emanzipatorischem Grundeinkommen. Da wollte die Linke eigentlich, glaube ich, bald auch ein Mitgliederentscheid machen darüber, ob das in das Grundsatzprogramm aufgenommen wird. Die Grünen haben auch dieses Bündnis für Grundeinkommen und haben auch zumindest den Begriff Grundeinkommen als Leitprinzip in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen. Auch wenn die jetzt nicht direkt ein Grundeinkommen einführen wollen, sondern erstmal, glaube ich, so ein existenzsicherndes, irgendeine Sozialleistung in Höhe von 800, 600 Euro für Bedürftige oder so, aber auf jeden Fall auch schon mal ohne Sanktionen, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also da passiert gerade schon ein bisschen was. Die Hoffnung ist, dass das da bald noch mehr passiert und dass wir natürlich dann auch, wenn wir die Ergebnisse haben von unserem Pilotprojekt und diese Ergebnisse positiv ausfallen, dass wir dann auch den Druck auf politische EntscheiderInnen ein bisschen erhöhen können. Genau, also ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass sich da was tut. Und am realistischsten, also ich persönlich glaube, dass diese negative Einkommensteueridee nicht die blödeste ist. Ich kriege gerade wieder viel, viel Input aus der Community. Dass ich dieses Wort unbedingt mal sage, richtig cool. von Mechthild Birkenbach-Horndasch. Wer zahlt die Krankenkassenbeiträge und Sozialabgaben? Werden die immer noch auf die allgemeine Bevölkerung verteilt oder wie gibt es Konzepte, die das auch noch irgendwie umverteilen sollen? Das kommt tatsächlich ein bisschen auf das Konzept an. Also es gibt Konzepte, die tatsächlich das komplett über Grundeinkommen regeln wollen, aber da, wie gesagt, wenn man das wirklich so machen wollen würde, dann müsste das Grundeinkommen entsprechend hoch sein, sodass Menschen privat Krankenkassenbeiträge zahlen können und sich freiwillig oder selber versichern können, wenn das nicht mehr irgendwie über Sozialversicherung gegeben ist. Aber um jetzt zum Beispiel wieder auf dieses emanzipatorische Grundeinkommen bei den Linken zurückzukommen, da gibt es auf jeden Fall noch eine Rentenversicherung und es gibt auch immer noch eine Krankenversicherung zusätzlich zum Grundeinkommen. Die haben das auch ziemlich genau aufgeschlüsselt finanziell, wie das funktionieren könnte. Mit den entsprechenden Beträgen, sodass man dann trotzdem immer noch eine Krankenversicherung hat. Bei der Rente ist es so, dass Grundeinkommen eine Art Grundbetrag für die Rente stellen könnte und alles, was man darüber hinaus an Rentenansprüche angesammelt hat, das würde man dann halt wieder ausgezahlt bekommen. Also da wäre dann quasi, würde Grundeinkommen Grundrente ersetzen und darüber hinaus gibt es halt unter Umständen dann noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann wieder von Martin Kaber eine Frage, und zwar so eine gut organisierte Lobbyvereinigung muss doch eine verlässliche Finanzierung haben. Sind da auch Institutionen, die spenden? Ist mir nicht bekannt. Also ich glaube, wir kriegen dann schon immer mal wieder von bestimmten Einzelpersonen auch ein bisschen höhere Spendenbeträge. Aber tatsächlich sind es vor allem oder fast ausschließlich PrivatspenderInnen. Aber ich kann das auch noch mal rausfinden. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall so, dass wir keine Gegenleistung gegen Spende erbringen. Ne? Also klar kann uns jeder gerne spenden, aber der hat davon erstmal nichts außer halt den Bescheid über eine gemeinnützige Spende, die er dann halt absetzen kann von seiner Steuererklärung. Nö, tatsächlich haben wir einfach unglaublich viele sehr engagierte Menschen, die das cool finden, was wir machen und die uns deswegen Geld geben. Und das ist ein riesiger Schatz. Und ich hoffe, natürlich hoffen wir, dass das auch lange noch so bleibt. Ja, okay, dann ist es vielleicht auch einfach jetzt ein guter Abschluss, um nochmal auf das Spendenprojekt von euch zu kommen, damit wir euch eben zeigen können, wie das funktioniert. Wenn noch weitere Fragen kommen, könnt ihr die natürlich auch im Chat schreiben. Wir können die auch im Nachhinein beantworten. Also auch wenn sich Leute im Nachhinein das Video ansehen, könnt ihr gerne noch Fragen stellen.
Genau, aber jetzt erstmal, wie kann man sich bei meingrundeinkommen.de anmelden und dann an einer Verlosung teilnehmen? Das, was wir euch ja am Anfang versprochen haben. So. Das ist der Hauptgrund, warum hier Leute mitmachen wollen. Ja, hoffentlich nicht. Nein, ich traue mich dann, Jungs und Mädels. Wir können auf die Seite gehen und einfach mal uns registrieren, oder du machst das mit deinem Dokument, Linda. Ja. Ich nehme erstmal das Dokument. Dann, ja? Okay. Ja, Das Dokument wird auch im Nachhinein noch veröffentlicht. Also wenn es sich jetzt Leuten zu schnell gehen sollte, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Genau. Ich erkläre es mal vielleicht aus meiner Sichtweise, wie ich es wahrgenommen habe. Und Doro, wenn ich irgendwas irgendwie nicht richtig erkläre, kannst du mich ja nochmal verbessern, oder wenn ich irgendwas vergessen haben sollte. Genau, also erstmal geht ihr auf die Seite www.mein-grundeinkommen.de. Und dann sieht man oben, ich kann es jetzt nochmal ein bisschen größer machen. So, hier sieht man das, hier steht Verlosung. Da müsst ihr dann draufklicken, das ist der erste Step. Und dann kann ich das jetzt wieder kleiner machen. Oder auch nicht. Nee, jetzt will nicht, dass ich es kleiner mache. Okay. Dann ist der zweite Step, landet ihr auf der Seite, die dann so aussieht. Das ist jetzt das Beispiel für die kommende Verlosung. Also hier steht dann jeweils ein unterschiedlicher Name, je nachdem, wer halt gerade die Verlosung macht. Genau, hier steht 17.03., 19 Uhr, wie gesagt, ist nur ein Beispiel. Da müsst ihr dann hier unten, hier seht ihr es, glaube ich, bei Anverlosung teilnehmen klicken. Das ist der zweite Step. Als drittes müsst ihr euch registrieren. Da müsst ihr erstmal einen Profilnamen angeben. Das kann jeder beliebiger Name sein. Einfach der halt dann sichtbar ist, muss aber nicht der eigene Name sein. Und E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Und im späteren Verlauf wird dann auch noch, also beziehungsweise im späteren Verlauf wird dann nach dem Geburtsdatum dem vollen Namen gefragt. Aber das ist erstmal für die erste Registrierung erstmal nicht relevant. Man kann noch freiwillig Daten angeben, wie die Postleitzahl oder die Stadt, wo man wohnt, glaube ich. Aber das sind freiwillige Angaben, das muss man nicht machen. Dann bekommt man eben auf die E-Mail-Adresse, die man da angegeben hat, eine E-Mail. Und die muss man dann natürlich bestätigen. Da kommt so ein schönes Manschgeil, da muss man bestätigen. Genau, und dann bestätige deine E-Mail oder so. Bestätige deine E-Mail. Ja, ich kann es nicht mehr kleiner machen, ne? Siehst du, passt. So, sorry. Da war genau der Balken von dem Bildschirmteilen über dem, wo man das zoomen konnte. Und dann, wenn man sich dann registriert hat und alles geklappt hat und man die E-Mail bestätigt hat, sieht es dann so aus. Hier steht dann der Profilname, den man angegeben hat. Hier die Verlosung, an der man dann teilnehmen wird. Und hier Name und Geburtsdatum und die Losnummer. Genau. Also es ist eigentlich echt easy. Ich habe es einfach mal ausprobiert, um zu schauen, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, echt einfach zu erklären. Wir haben es nochmal auf Arabisch angegeben, weil viele, die dem Wohnzimmer treu sind, auch Arabisch sprechen oder in Arabisch das leichter fällt als in Deutsch. Und und wenn man sich einmal registriert hat und nochmal an einer Verlosung teilnehmen muss man sich natürlich nicht nochmal registrieren, sondern kann, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz an den Anfang, wo ist es? Hier auf den linken Button klicken, und zwar auf Einloggen, und dann geht man mit denselben Daten, die man mit denen man sich beim ersten Mal registriert hat, also in dem Fall jetzt nur Profilname und E-Mail-Adresse, glaube ich, und Passwort natürlich auch, kann man sich dann einloggen. So, also soweit habe ich es verstanden. Doro, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. Fast. Bei Step 3, das Einzige, was da noch wichtig ist, man kann da anklicken, an der nächsten Verlosung teilnehmen, und dann wird gefragt nach Geburtsdatum und nach dem Namen, so wie er auf dem Ausweis steht. Und genau das fragen wir ab, weil wir, wenn jemand gewinnt, nochmal eine Identitätsprüfung machen.
Deswegen muss man da dann den echten Namen angeben. Und wenn man das bei der Registrierung gleich angibt, dann muss man das nicht mehr extra nochmal ins Profil eintragen. Also genau, bei Step 3 kann man sich quasi mit Profilname, E-Mail-Adresse und selbstgewähltem Passwort registrieren und dann auch gleich an der Verlosung teilnehmen und dafür den vollen Namen angeben und das Geburtsdatum. Okay, super, danke schön. Es kam jetzt auch, glaube ich, Was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe auf Like gedrückt. Es kamen jetzt, glaube ich, auch keine weiteren Fragen rein. Wir haben jetzt auch schon eine Weile geredet, aber ich fand es auch echt interessant, was du alles erzählt hast. Also ich finde es auch cool, dass wir diese Veranstaltung in dem Rahmen zwar online, aber trotzdem machen konnten. Und weiß nicht, was sagt man denn so abschließend für schöne Worte? Danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, mega cool. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, glaube ich. Aber wir hatten, glaube ich, im Rahmen. Es gibt kein Limit an sich, sondern also, wenn es länger braucht, dann braucht es halt länger. Cool. Gut. Wenn noch irgendwelche Fragen reinkommen, dann kann ich auch gerne nochmal drauf antworten und nochmal recherchieren bei den Sachen, die ich nicht weiß. Genau. Okay. Okay, aber wir kriegen schon Kommentare. War super. Also, das ist, die Community ist auch damit zufrieden, dass es jetzt vorbei ist. Es ist. Cool. Ja. Und auch von Martin Kaber kommt vielen Dank für die Geduld. Ich muss Punkt sagen, vielen Dank auch für die kritischen Rückfragen. Ich finde sowas wichtig, dass auch Leute, die vielleicht denen das Konzept noch ein bisschen suspekt ist, sich trotzdem trauen, hier Fragen und Kommentare zu stellen. Also finde ich sehr cool. Danke, dass ihr da fleißig mitgefragt und argumentiert habt im Chat. Ist natürlich nicht so leicht wie in Präsenz, aber trotzdem, finde ich, haben wir das toll hinbekommen. Und mit den Worten. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao. Man sieht sich. Oh, nee, ich müsste das Bildes-Meeting nicht beenden. Bis bitte. Wirklich.